Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja die Debatte zum Betreuungsgeld gestern schon angefangen. Was wir vom Betreuungsgeld halten, habe ich ja da auch schon gesagt, nämlich nichts. Das Betreuungsgeld ist rückwärtsgewandte, anti-emanzipatorische und kontraproduktive Familienpolitik, meine Damen und Herren. Bei der Begründung weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Die Union sagt, sie will die Erziehungsleistung der Eltern anerkennen. Das gilt aber nicht für alle Eltern, denn Familien im Hartz-IV-Bezug wird das Betreuungsgeld sofort wieder abgezogen. Arme Familien werden doppelt benachteiligt. Bei Leistungsbezug kriegen sie, wenn sie Kinder selbst erziehen, im Gegensatz zu anderen Eltern nichts. Und wenn sie zwar keine Sozialleistung beziehen, aber gerade so über die Runden kommen, ist es ein Anreiz, die Kinder nicht in Betreuung zu lassen. Das Betreuungsgeld ist also vor allem ein Prämie für Besserverdienende, meine Damen und Herren. Die Erfahrungen in Finnland, Norwegen und Schweden haben ja bestätigt, dass sich das Betreuungsgeld negativ auf Kinder aus armen, bildungsfernen Familien ausgewirkt hat. Das untergräbt den staatlichen Förderauftrag und die Chancengleichheit der Kinder. Das Betreuungsgeld ist ungerecht, denn die Familien, die sich für eine öffentliche frühkindliche Bildung entscheiden, müssen ja auch noch Gebühren dafür zahlen. Ihnen entgeht also nicht nur das Betreuungsgeld, sondern sie müssen obendrein bezahlen und noch selber erziehen. Als weiteres Argument wird immer gesagt, dass durch das Betreuungsgeld Wahlfreiheit hergestellt wird. Das ist Unsinn. Denn Wahlfreiheit hängt doch davon ab, ob die Eltern sich entscheiden können. Ganz einfach. Zurzeit können viele Eltern sich aber nicht entscheiden, weil sie gar keinen Krippenplatz finden. Echte Wahlfreiheit würde bedeuten, dass es für alle, die wollen, einen Betreuungsplatz gäbe. Davon sind wir noch weit entfernt. Ich habe schon gestern gesagt, dass in Bremen bis nächstes Jahr zur Umsetzung des Rechtsanspruchs ungefähr 3.500 Plätze fehlen. Bundesweit fehlen noch 130.000 Betreuungsplätze. Gerade in Metropolregionen wird immer ein Bedarf von 60% mehr gerechnet. Viele Kommunen befürchten daher Schadenersatzklagen. Das habe ich gestern auch erwähnt. Das können auch auf Bremen zukommen. Anstatt fast 2 Milliarden Euro mit dem Betreuungsgeld zu verpulvern, sollte der Bund das Geld lieber in den Ausbau der U3-Betreuung stecken. Bremen gehört zwar zu den Schlusslichtern im U3-Ausbau, andere Kommunen stehen aber teilweise auch nicht viel besser da. Nur in Bremen werden 26 Millionen Euro pro Jahr mehr benötigt, um 35% zu erreichen. Das haben wir, wie ich auch gesagt habe, gegen die Stimmen von SPD, Grünen und CDU im Haushaltsbeantrag. Den Antrag von Rot-Grün finden wir daher im Kern richtig. Wir teilen ja die Ablehnung des Betreuungsgelds, die unsinnige Politik der Koalition und Bund vereint die Gegner. Jetzt gibt es sogar einen gemeinsamen Aufruf der Linken, SPD, Grünen, Gewerkschaften und viele mehr gegen das Betreuungsgeld. Und sogar innerhalb der CDU, liebe Kollegen von der CDU, gibt es Kritik. Herr Seehofer befindet sich aber schon im Wahlkampf und muss sich zu Hause profilieren. Das geht aber zu Lasten der Familie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht ideologische Debatte, wie die CDU in ihrem Antrag schreibt. Wir lehnen den Antrag der CDU daher entschieden ab. Was dem Antrag von SPD und Grünen angeht, stimmen wir den meisten zu. Wie gesagt, teilen wir die Kritik am Betreuungsgeld und wir befürworten, wenn der Bund auch mehr investiert. Deswegen stimmen wir den Punkten A und C zu. Punkt B können wir aber nicht zustimmen. Mit realistischen Zielen kann nur gemeint sein, den Rechtsanspruch auszuweichen. Und das können wir auf keinen Fall mittragen. Und er lenkt davon ab, dass die Kommunen, wo die SPD ja oft genug mitregiert, auch den Ausbau selbst verschlafen hat. Daher beantragen wir getrennte Abstimmung. Vielen Dank. Darf ich noch was trinken? Als Nächster hat das Wort der Abgeordnete Möhle, Fraktion der SPD.